Reinquarz finden, um damit Polymerplatten und Platinen herzustellen. Wie das Schritt für Schritt funktioniert, erkläre ich euch in diesem Perwall-Tutorial. Und hier gehen wir schon Richtung Endgame. Hier gehen wir in einen Bereich, wo die Ressourcen nicht mehr so leicht zu finden sind. Trotzdem zeige ich euch, wie das geht. Ich werde hier schon mal ein paar Platinen in Auftrag geben, weil die braucht ihr dann im späteren Verlauf des Spiels sowieso ohne Ende. Mit Reinquarz und Polymerplatte. Ihr fragt euch vielleicht, beziehungsweise der erste Punkt, ihr müsst das richtige Fließband bauen. Für Fließbandwerk 2 müsst ihr erstmal Fließbandwerk 1 hinstellen. Ist vielleicht logisch, wird aber im Tutorial so nicht erklärt. Denn im Tutorial, beziehungsweise in diesen Lagermissionen, müsst ihr ein anderes Fließband bauen. Das heißt ein bisschen anders. Deswegen kommen viele durcheinander und wundern sich, hä, wieso kann ich das nicht auswählen? Ihr müsst wirklich Fließbandwerk 1 bauen, kein anderes. Es gibt eins, das klingt so ähnlich, das dürft ihr nicht bauen. Da könnt ihr dann eben keine Platinen und so weiter zusammenbauen. Ne, den Fehler machen einige, deswegen erkläre ich es hier nochmal. So, wir brauchen aber natürlich noch das Reinquarz und dafür brauchen wir die Wüstenregion. Beziehungsweise ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas reparieren muss. Nö, das passt eigentlich also. Okay. Dann würde ich sagen, zeige ich euch den Spot, wo ihr das abbauen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr weit oben. Ich bin hier extra nur dafür einen sehr weiten Weg gegangen. Als Tipp, ihr könnt hier, wenn ihr E drückt bei eurer Karte, dann so ein kleines Symbol hinmachen. Das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr irgendwas Wichtiges findet auf der Map, weil hier zum Beispiel diese Reinquarz-Vorkommen, die sind ziemlich selten tatsächlich. Ich würde sagen, wir fliegen mal hier hin per Schnellreise und ich hoffe, es funktioniert so mit meinem Feuerperl. Ich hatte davor noch ein anderes Flugperl. Hier das Suzaku habe ich erst relativ neu dazu bekommen. Oh, das Ei nehmen wir auf jeden Fall. Ich würde euch empfehlen, seltene Eier auf jeden Fall mitzunehmen. Ah, das ist, glaube ich, nur ein gewöhnliches, aber die seltenen, da können wirklich gute Parts rauskommen. So, wir drücken nochmal M und wir müssen gen Norden fliegen. So, Reinquarz, wie ihr schon wisst, kann man in Schneeregionen farmen. Das einzige Problem an der Geschichte ist, es ist super selten. Lustigerweise ist da, glaube ich, eins schon. Es ist nicht das Vorkommen, was ich suche. Da gibt es eins, wo so ganz viele beisammen sind, aber wir können das hier unterwegs schon mal nehmen, weil Reinquarz ist wirklich selten. Beziehungsweise, ich glaube, das ist aber Erz. Das ist, glaube ich, normales Erz, ne? Trollolol, ja, ist normales Erz. Gut. Müssen wir noch ein bisschen weiter nördlich, da wo ich mir diese Spitzhacke eingebaut habe. Nochmal zur Erklärung. Bei euch auf der Map ist diese Spitzhacke nicht, die müsst ihr manuell als Marker einbauen, ne? Also nicht durcheinander kommen. So, ich hatte hier einen Spot gefunden, da oben, da sehen wir sie schon. Da waren wirklich so drei, vier, fünf von denen aufeinander. Und das war ein wirklicher Glücksfund, weil ich bin davor, ich, boah, bestimmt eine halbe Stunde durch die Schneelandschaft geflogen, habe kaum eins gefunden. Ne? Hier war dann auf einmal so ein Reinquarz-Vorkommen, also besser geht es nicht. Ne? Müssen wir, ja, das Absteigen ist nicht so schnell mit meinem Suzaku hier, aber der ist gut im Kampf von daher. Meine Güte, ich hatte mir mal die Idee überlegt, hier auf so einem Plateau so eine Basis zu bauen. Das muss so witzig sein, weil der Ausblick hier ist so geil, ne? Das ist Wahnsinn. Wäre auf jeden Fall eine lustige Idee, würde ich mal sagen. So, dann fliegen wir hier runter. Da könnt ihr noch so Fähigkeiten finden an dem Baum, kann man auch mal mitnehmen. Zack, zack, zack. Ihr braucht wie gewohnt eine Spitzhacke, beziehungsweise die anderen. Da gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Wenn ihr irgendwo hingeht, dann so ein Zeug abzubauen, zum Beispiel Rushor oder wie der heißt. Dieses Ebervieh kann das. Mammut, das Mammutvieh kann das auch. Warum habe ich die jetzt gesammelt? Ne. Egal, wir können erstmal absteigen. So, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hier halt diesen Teleportpunkt freizuschalten. Da müsst ihr halt relativ, also der ist sehr abgelegen, da ne? Müsst ihr ein bisschen fliegen. Und hier findet ihr dann das große Vorkommen von dem schönen Reinquarz. Dann einfach wie gewohnt, entweder mit der Spitzhacke oder mit einem passenden Pal das Reinquarz abarbeiten. Ja. Und schon könnt ihr euch glücklich schätzen. Denn ihr habt jede Menge Reinquarz. Ja, Leute, hier ist der Fundort, wo wirklich vier, fünf davon aneinander stehen. Große Empfehlung meinerseits. Ich würde sagen, wir müssen das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich baue hier noch ein bisschen was davon ab. Wie bereits gesagt, ihr braucht Fließbandwerk 1 für Polymerplatte und Platinen. Ja, das verwechseln manche mit so einem anderen Teil. Ihr braucht wirklich genau das. Das müsst ihr nochmal extra freischalten in den Technologien. Baut das und dann geht's ab. Oh, die Torte ist fertig für die Anubis-Zucht. Let's go. Zurück in die Base. Was ist das für ein Paar?
Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.